Doch nur nicht, sorry. Das war jetzt eine Assoziation Herr mit Präsident, Gesundheit. Es geht zwar um Gesundheitspolitik, aber Doktor bin ich dann doch noch nicht. Also, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Finale der Sitzungswoche geht es um Gesundheitspolitik. Und Gesundheit, Pflege, Prävention, die Begriffe kommen scheinbar erstmal so harmlos, so freundlich daher. Aber wir wissen alle, in Wahrheit geht es um Grundsätzliches, zum Teil um Existenzielles, wenn im Leben Schicksal, Zufälle, Unzulänglichkeiten zu Erkrankungen, Krankheiten, Leid, Ängste und Sorgen führt. Von der Geburt, wir erleben dieser Tage in mancher Debatte, manchmal geht es schon um Fragen vor der Geburt, über das ganze Leben bis zum Sterben, Fragen von Hospiz und anderen Fragen, ist am Ende immer auch das Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik und das, was dort geleistet wird, im Fokus. Und wir können nicht, egal mit welchen politischen Mitteln oder finanziellen Ressourcen, was auch immer, Schicksal ungeschehen machen. Eine Pflegebedürftigkeit, jemand in der Familie, der Demenz hat, eine Erkrankung, die können wir nicht wegnehmen und das, was damit verbunden ist. Aber wir können versuchen zu helfen, dass es leichter wird, dass es im Alltag leichter erträglich wird, dass es Unterstützung gibt. Und jeden Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, leisten 5 Millionen Menschen im deutschen Gesundheitswesen in den unterschiedlichsten Berufen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Apothekerinnen und Apotheker, Hebammen, viele, viele andere, Physiotherapeuten, ich werde viele nicht aufgezählt haben. Die leisten Großartiges, zusammen mit den Angehörigen, mit Familien, mit vielen anderen, die mit anpacken, mit viel Mitgefühl, mit viel Empathie, die helfen, dass es neben all dem Leid und dem Frust auch viel Freude gibt. Und diesen Helden des Alltags, denen gebührt unser Dankeschön auch zu Beginn einer solchen Debatte und zu Beginn dieser Legislatur. Und unser Gesundheitssystem leistet tatsächlich jeden Tag Großes. Aber wir spüren auch, und das sehen wir ja, es ist nicht perfekt. Es gibt oft im Alltag Probleme, Ärger, Frust. Und es ist in manchen Stellen eben nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen wollen wir jetzt zu Beginn gleich mit drei Projekten auch schnell starten. Das ist zum Ersten die Frage der Pflege und der Versorgung bei Pflegebedürftigkeit. Da ist in den letzten 4 Jahren und auch in den Jahren zuvor schon viel getan worden, wenn es um die Frage eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes geht. Lange diskutiert, um auch Betreuung, Betreuungsbedarfe, Demenz, Unterstützung in der ambulanten Versorgung besser darstellen und abbilden zu können. Jetzt im ersten Paket, im ersten Projekt, in einem Sofortprogramm soll die Situation der Pflegekräfte in der Kranken- wie in der Altenpflege im Fokus stehen. Dabei geht es zum Ersten um die Umsetzung beim Pflegeberufegesetz, das ja zum Ende der letzten Legislatur verabschiedet wurde. Ich habe gestern die Verordnung für die Ausbildung und die Prüfverfahren in die Ressortabstimmung, in die Verbändeanhörung gegeben. Wir wollen jetzt schnell starten, um am Ende ein breit gefächertes Angebot von der Ausbildung zur Pflegehilfskraft über die Pflegeberufe bis zur Akademisierung zu haben, um auch alle, die mit anpacken und helfen wollen, in der Pflege mit einbinden zu können. Und eines ist mir dabei übrigens ganz, ganz wichtig, auch als Bundesminister. Ich möchte auch in Zukunft, dass Schülerinnen und Schüler mit Haupt- und Realschulabschluss die Möglichkeit haben, in der Pflege mit anzupacken, wenn sie wollen und können. Das ist mir jedenfalls ein wichtiges Anliegen. Es geht um die Bezahlung, wo wir Tarifbezahlung, und da werde ich mit dem Kollegen Bundesminister Heil sicherlich noch manche, nicht mit ihm, sondern wir gemeinsam manche Diskussionen zu führen haben. Das ist rechtlich schwierig, aber trotzdem ein wichtiges Ziel, auch die Allgemeinverbindlichkeit für die Tarifbezahlung in der Pflege zu erreichen und auch dann anzuerkennen, auch finanziell, was dort geleistet wird. Es geht um mehr Stellen. Wir wollen in einem Sofortprogramm, in einem Schnellprogramm 8.000 zusätzliche Stellen schaffen und refinanzieren. Ich weiß, dass manch einer sagt 8.000, das ist aber zu wenig, aber es ist erstmal ein erster wichtiger Schritt und ich bin übrigens froh, wenn wir es schaffen. Ich bin schon froh, Frau Kollegin, wenn wir es schaffen in diesem ersten Schritt und da können Sie ja dann mithelfen, diese 8.000 Stellen überhaupt zu besetzen, dass wir möglichst viele Menschen auch gemeinsam motivieren können, mit uns dann diesen Weg auch zu gehen. Aber diese 8.000 Pflegekräfte neu sind erstmal ein wichtiger erster Schritt auch für die Versorgung. Und dann im Weiteren eben auch den Arbeitsalltag rund um Bürokratie, Dokumentation und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also erstes Paket, erster Fokus bei der Pflege.
Zweites Projekt, das wir schnell angehen wollen, ist die Verbesserung der Versorgung, insbesondere im ambulanten Bereich. Krankheiten unterscheiden nicht zwischen gesetzlich und privat. Und jetzt können wir, wie wir es wahrscheinlich schon in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben, mit viel Emotion einmal mehr die Systemdebatte führen, mit viel Kraft und Aufmerksamkeit. Aber ich möchte lieber eine andere Debatte führen, nämlich die, wie wir ganz konkret im Alltag in der Versorgung Verbesserungen erreichen. Den Menschen ist nicht geholfen, wenn wir irgendwie abstrakt rumdiskutieren am System, sondern indem wir konkret Verbesserungen erreichen. Und darum geht es dann eben in diesem zweiten Paket. Und im Kern geht es darum, dass bei medizinisch notwendigen Leistungen alle einen schnellen Zugang zur nötigen Versorgung haben. Das wollen wir erreichen, unter anderem, indem wir die Zahl der Sprechstunden erweitern von 20 auf 25 Stunden mindestens in der gesetzlichen Versorgung. Ich fände es übrigens auch wichtig, wenn wir dabei auch offene Sprechstunden regelhaft vorsehen, weil das eben auch noch ein wichtiges Instrument ist. Die Terminservicestellen ausbauen, idealerweise zu einem 24-Stunden-7-Wochen-Betrieb, damit es möglich ist, auch für jeden, der einen Termin braucht, wo es medizinisch angezeigt ist, einen entsprechenden Termin zeitnah zu bekommen. Dazu gehört im Zweifel auch die Veränderung bei der Vergütung, sodass es sich lohnt, natürlich auch sich schnell um Patienten zu kümmern, dass man zumindest nicht bestraft ist. Das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt, wenn man viele zusätzliche Patienten als Ärztin oder Arzt im niedergelassenen Bereich denn dann eben auch aufnimmt und behandelt und für sie sorgt. Und es geht auch darum, die Attraktivität der Niederlassung, insbesondere im ländlichen Raum, aber auch in manchem Stadtteil, zu verbessern. Dazu gehört ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Eins aber steht fest, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lösen diese bestehende Unfairness, die es gibt bei der Terminvergabe, nicht, indem wir alle länger warten lassen, sondern wir wollen sie lösen, indem wir im gesetzlichen System für eine schnellere Terminvergabe sorgen und entsprechend die Anreize ändern. Und genau das wollen wir in einem zweiten Paket schnell angehen. Und das bringt mich zum dritten Paket, das wir schnell angehen wollen. Das ist die Frage der Finanzierung. Wir haben miteinander vereinbart in der Koalition, dass zum 01.01.2019 die sogenannte Parität in der Finanzierung wieder hergestellt werden soll. Und wenn wir sehen, dass gleichzeitig der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt werden soll um 0,3 Prozentpunkte, dann ist das insgesamt aus Sicht der Beschäftigten eine Senkung von etwa 8 Milliarden Euro. Das ist ein Beschäftigtenentlastungsgesetz. Und ich finde es wichtig, dass wir einerseits schauen, wo können wir Versorgung verbessern, dass wir gleichzeitig aber auch diejenigen im Blick haben, die als Versicherte und Beitragszahler den Laden am Laufen halten, indem sie eben die Finanzen zur Verfügung stellen. Und 8 Milliarden Entlastung, das ist ein deutliches Zeichen, auch dann für diejenigen, die jeden Tag arbeiten und mit ihren Beiträgen das System finanzieren. Dazu gehört zu schauen, wo bei den Rücklagen der Kassen weiteres Potenzial für Beitragssatzsenkung ist. Wir wollen eine soziale Frage dabei beantworten, den Mindestbeitrag für Selbstständige zu senken, der für viele oft viel zu hoch ist. Und Sie sehen, wir haben also drei Projekte, mit denen wir jetzt schnell starten wollen, noch vor der Sommerpause, auch in den gesetzgeberischen Umsetzungen. Und dann gibt es natürlich bei Digitalisierung, Internetmedizin, Organspende, Arzneimittelversorgung, viele weitere Projekte, die anschließend auf uns warten. Und deswegen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel vor. Und ich möchte dabei jeden Tag daran mitarbeiten, dass wir den Alltag ganz konkret der Bürgerinnen und Bürger besser machen, dass sie spüren können, dass sich was ändert. Denn so gewinnen wir verloren gegangenes Vertrauen zurück. Packen wir es an. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Detlef Spangenberg für die